Liebe Schülerinnen und Schüler der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule in Oberramstadt, ich möchte euch auf diesem Weg sehr herzlich gratulieren. Ihr seid Deutschlands fahrradfreundlichste Schule und das absolut verdientermaßen. Von euch wurde eine Fahrrad-AG ins Leben gerufen, ihr habt eine eigene Werkstatt aufgemacht, ihr habt Landesmeisterschaften ausgerichtet und, das hat mich ganz besonders beeindruckt, ihr habt Fahrräder für Schülerinnen und Schüler organisiert, die sich selbst vielleicht keine leisten können. Meinen größten Respekt dafür. Dieses soziale Engagement, das finde ich richtig klasse. Liebe Lehrerinnen und Lehrer, mein Dank gilt natürlich auch Ihnen. Ich sage seit Jahren, das Fahrradfahren gehört unbedingt in die Schule. Und Sie leben das vor. Es macht junge Menschen selbstbewusster, es macht sie unabhängiger, es macht sie sportlicher und es ist auch noch gut für unseren Planeten. Ich wünsche mir, dass Sie als Vorbild für andere Schulen wirken, damit sich noch mehr junge Menschen fürs Fahrradfahren begeistern. Vor allem aber, und es liegt mir wirklich sehr am Herzen, wir müssen auch Kinder mit Migrationsgeschichte dabei fördern, denn nicht in allen Ländern ist das Fahrradfahren so populär wie bei uns. Und es gibt leider auch einige Länder in der Welt, wo Frauen sogar gar nicht Fahrrad fahren dürfen. Und schließlich herzlichen Dank für die Ausrichtung dieses Preises und für Ihr jahrelanges Engagement. Sie ermutigen junge Menschen zum sicheren Fahrradfahren und genau deshalb bin ich so gerne Schirmherr der Initiative Aktion Fahrrad. Nach der Siegerehrung, so wurde mir gesagt, geht's weiter zur Pasta-Party. Also hebt mir einen Teller auf. Nein, etwas ernsthafter. Ich bin leider nicht dabei, was ich sehr bedauere. Aber euch und Ihnen viel Spaß dabei und nochmals herzlichen Glückwunsch. Tschüss, alles Gute. Nicht vergessen, den Helm aufzuziehen.